Es trägt den niedlichen Namen Wasserküken, Waterküken auf Plattdeutsch. Es ist wohl das teuerste Haus der Welt und steht direkt am Nordseewatt in Kampen auf Sylt. Teuer gerechnet auf den Quadratmeterpreis. Wie teuer genau? Besitzer Matthias Hase schweigt und beschränkt sich auf die äußeren Werte. Das ist ein kleines Haus mit 30 Quadratmeter. Es ist angenehm zu bewohnen und es macht einen Riesenspaß, seine Zeit hier zu verbringen. Wenn Sie einmal aufs Meer schauen und sich das Meer anschauen, allgemein die Insel, und dann auf diesen Punkt wieder herkommen, merken Sie, dass die Ruhe hier außergewöhnlich ist. 30 Quadratmeter mit einer Schlafnische unterm Dach. Die Deutsche Bank hat das Haus per Gutachter schätzen lassen. Das Waterküken und das Grundstück zusammen haben einen Wert von 6 Millionen Euro, macht einen Quadratmeterpreis von 200.000 Euro. Zum Vergleich, der Durchschnittspreis für Grund und Boden auf Sylt liegt bei 30.000 Euro. Familie Hase vermietet den Goldschatz am Wattstrand. Den Blick aus dem Schlafzimmer aufs Watt mit Sonnenaufgang inklusive. Wir haben auch teils Verlobte, Verliebte, Verheiratete, die das hier sehr gern anmieten. 4, 5, 10 Tage, wie auch immer, das nutzen, um auch die Ruhe zu genießen. Ungewöhnlich sind teure Objekte in Kampen auf Sylt keineswegs. Matthias Hase hat nur mal zum Größenvergleich nebenan ein anderes Haus an der Hand. Der Preis ist im Verhältnis zur Größe allerdings kaum konkurrenzfähig zum Waterküken. Das gute Stück ist wert immer das, was man dafür kriegt. Die Kaufpreisforderung ist hier 15 Millionen. Hier sind 440 Quadratmeter. Das Waterküken hat 30 Quadratmeter. Das Waterküken hat seit neuestem auch noch etwas anderes zu bieten. Eine 1:1 Kopie in der größten Eisenbahnanlage der Welt, dem Miniaturwunderland in der Hamburger Speicherstadt. Einziger Unterschied zum Original, die Lage ist nicht ganz so idyllisch. Bleibt noch die Frage nach dem Mietpreis für das Original. Wer den Sonnenaufgang an Sylts Wattseite vom Schlafzimmer des wohl teuersten Hauses der Welt erleben möchte, darf zwischen 1.000 und 1.500 Euro tief in die Tasche greifen. Pro Tag, versteht sich. Das Wattküken verpflichtet eben. Hase hat nur mal zum Größenvergleich nebenan ein anderes Haus an der Hand. Der Preis ist im Verhältnis zur Größe allerdings kaum konkurrenzfähig zum Waterküken. Das gute Stück ist wert immer das, was man dafür kriegt. Die Kaufpreisforderung ist hier 15 Millionen. Hier sind 440 Quadratmeter. Das Waterküken. Es trägt den niedlichen Namen Wasserküken, Waterküken auf Plattdeutsch. Es ist wohl das teuerste Haus der Welt und steht direkt am Nordseewatt in Kampen auf Sylt. Teuer gerechnet auf den Quadratmeterpreis. Wie teuer genau? Besitzer Matthias Hase schweigt und beschränkt sich auf die äußeren Werte. Ein kleines Haus mit 30 Quadratmeter. Mit einer Schlafnische unterm Dach. Die Deutsche Bank hat das Haus per Gutachter schätzen lassen. Das Waterküken und das Grundstück zusammen haben einen Wert von 6 Millionen Euro, macht einen Quadratmeterpreis von 200.000 Euro. Zum Vergleich, der Durchschnittspreis für Grund und Boden auf Sylt liegt bei 30.000 Euro. Familie Hase vermietet den Goldschatz am Wattstrand. Den Blick aus dem Schlafzimmer aufs Watt mit Sonnenaufgang inklusive. Wir haben auch teils Verlobte, Verliebte, Verheiratete, die das hier sehr gern anmieten. 4, 5, 10 Tage, wie auch immer, das nutzen, um auch die Ruhe zu genießen. Ungewöhnlich sind teure Objekte in Kampen auf Sylt keineswegs. Matthias. Es ist angenehm zu bewohnen und es macht einen Riesenspaß, seine Zeit hier zu verbringen. Wenn Sie einmal aufs Meer schauen und sich das Meer anschauen, allgemein die Insel, und dann auf diesen Punkt wieder herkommen, merken Sie, dass die Ruhe hier außergewöhnlich ist. 30 aus der Welt und steht direkt am Nordseewatt in Kampen auf Sylt. Teuer gerechnet auf den Quadratmeterpreis. Wie teuer genau? Besitzer Matthias Hase schweigt und beschränkt sich auf die äußeren Werte. Das ist ein kleines Haus mit 30 Quadratmeter. Es ist angenehm zu bewohnen und es macht einen Riesenspaß, seine Zeit hier zu verbringen. Wenn Sie einmal aufs Meer schauen und sich das Meer anschauen, allgemein die Insel, und dann auf diesen Punkt wieder herkommen, merken Sie, dass die Ruhe hier außergewöhnlich ist.
30 Quadratmeter mit einer Schlafnische unterm Dach. Die Deutsche Bank hat das Haus per Gutachter schätzen lassen. Das Waterküken und das Grundstück zusammen haben einen Wert von 6 Millionen Euro, macht einen Quadratmeterpreis von 200.000 Euro. Zum Vergleich, der Durchschnittspreis für Grund und Boden auf Sylt liegt bei 30.000 Euro. Familie Hase vermietet den Goldschatz am Wattstrand. Den Blick aus dem Schlafzimmer aufs Watt mit Sonnenaufgang inklusive. Wir haben auch teils Verlobte, Verliebte, Verheiratete, die das hier sehr gern anmieten. 4, 5, 10 Tage, wie auch immer, das nutzen, um auch die Ruhe zu genießen. Ungewöhnlich sind teure Objekte in Kampen auf Sylt keineswegs. Matthias Hase hat nur mal zum Größenvergleich nebenan ein anderes Haus an der Hand. Der Preis ist im Verhältnis zur Größe allerdings kaum konkurrenzfähig zum Waterküken. Das gute Stück ist wert immer das, was man dafür kriegt. Die Kaufpreisforderung ist hier 15 Millionen. Hier sind es 440 Quadratmeter. Das Waterküken hat 30 Quadratmeter. Das Waterküken hat seit neuestem auch noch etwas anderes zu bieten. Eine 1:1 Kopie in der größten Eisenbahnanlage der Welt, dem Miniaturwunderland in der Hamburger Speicherstadt. Einziger Unterschied zum Original, die Lage ist nicht ganz so idyllisch. Bleibt noch die Frage nach dem Mietpreis für das Original. Wer den Sonnenaufgang an Sylts Wattseite vom Schlafzimmer des wohl teuersten Hauses der Welt erleben möchte, darf zwischen 1.000 und 1.500 Euro tief in die Tasche greifen. Pro Tag, versteht sich. Das Wattküken verpflichtet eben. Hase hat nur mal zum Größenvergleich nebenan ein anderes Haus an der Hand. Der Preis ist im Verhältnis zur Größe allerdings kaum konkurrenzfähig zum Waterküken. Das gute Stück ist wert immer das, was man dafür kriegt. Die Kaufpreisforderung ist hier 15 Millionen. Hier sind es 440 Quadratmeter. Das Waterküken. Es trägt den niedlichen Namen Wasserküken, Waterküken auf Plattdeutsch. Es ist wohl das teuerste Haus der Welt und steht direkt am Nordseewatt in Kampen auf Sylt. Teuer gerechnet auf den Quadratmeterpreis. Wie teuer genau? Besitzer Matthias Hase schweigt und beschränkt sich auf die äußeren Werte. Ein kleines Haus mit 30 Quadratmeter.